Wir haben vor ein paar Jahren mal festgestellt, dass nicht alle Arbeitsgruppenmitglieder über alles informiert waren. Und da haben wir eingeführt, wir treffen uns einmal die Woche und haben dann nach ein paar Wochen gemerkt, am besten verbinden wir das mit dem Frühstück am Montagmorgen. Wenn man am Tisch ist, gemeinsam isst, das hat ja auch so etwas Ritualmäßiges, was sehr althergebrachtes. Und irgendwie scheint da die Hürde etwas niedriger zu sein, auch vor gesammelter Mannschaft etwas zu sagen. Mein Name ist Christoph Paar. Ich bin seit 2001 Professor für eingebettete Sicherheit. Was im Moment eigentlich stattfindet, ist so eine Evolution hin zum Internet der Dinge. Man hat alle möglichen Alltagsgegenstände, die vernetzt werden. Und ein wichtiger Teilaspekt, dass sie sicher sein sollen. So dramatisch sieht man es zum Beispiel in Autos. Wenn Autos vernetzt sind, wollen wir keinen Hacker haben, der in unsere Lenkradelektronik reinhackt. Wir kümmern uns jetzt eben nicht um klassische Computer und E-Mail, sondern um Sachen wie den neuen elektronischen Personalausweis, oder die Geldkarte, die ja fast jeder hat. Man sieht, hier sind kleine Chips drauf. Und die sind im Grunde genommen vollgestopft mit Sicherheitstechnik. Also eine der großen Herausforderungen auf diesen Winz-Rechnern, die ganz, ganz wenig rechnen können, wie kann ich da sehr aufwendige Kryptoverfahren ganz schnell realisieren? Ich habe mir jetzt dieses Paper durchgelesen, wo die Yahoo-Passwörter sich angeschaut haben. Irgendwie 70 Millionen Stück mit einer Entropie von ungefähr 10 Bit. Mhm. Im Detail sind einfach die jungen Doktoranden viel mehr tiefer drin als ich. Und wo ich oft großen Wert drauf lege, dass so diese strategische Weichenstellung stimmt, da sehe ich eigentlich meine Rolle, dass ich ein bisschen diesen Überblick behalte und einfach, weil ich das schon länger mache als ein Doktorand, vielleicht besser einschätzen kann, diesen Weg, diese wissenschaftliche Fragestellung mit der Methodik zu verfolgen, lohnt sich oder lohnt sich nicht. Ich würde das wirklich nicht viel komplexer als das machen. Und es muss klar sein, das ist Software und das ist Hardware hier. Ja? Okay. Ich rede gerne, wie man merkt. Ich halte das aber auch für sehr wichtig. Das ist nicht nur ein formales Betreuungsverhältnis. Das ist wirklich, um die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit zu erhöhen, neue Erkenntnisse zu generieren. So Doktorhüte kennt man, das geht hier hunderte von Jahren zurück in Deutschland. Man verziert die dann mit allen möglichen Sachen, die Bezug zu den Kandidaten haben. An wessen Kopf habt ihr das gemessen? Ich hab geschätzt. Du hast geschätzt? Okay. Aber wenn ein Lebensabschnitt, der mehrere Jahre ist, zu Ende geht, das ist natürlich schon eine große Sache. Und ich finde, durch so ein Ritual wie eine Disputationsfeier kommt das zu einem schönen Abschluss. Prost.